Mann, verschwinde! Hey, oh Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play von Project Zero. Ja, wir sind ja jetzt im Let's Play hier runtergegangen. Und Kiri hat uns ja mal wieder verfolgt. Und wir gucken mal, ob wir hier irgendwas machen können. Denn uns erinnert diese Person ja an jemanden. Also diese Mumie. Steht ein Socket, eine Vertiefung in Form einer Haarnadel. Vor der Mumie ist eine Stelle, in die etwas eingesetzt werden kann. Und wir benutzen mal die Haarnadel. Ich habe ein leises Geräusch bei der Tür gehört. Und wir wissen jetzt, dass das Kiri war. Nun gehen wir hier auf jeden Fall mal durch. Ich glaube, die Tür ist offen. Und eventuell ist das sogar schon der letzte Part. Geheilte Seile sind um die Säule gewickelt. Und hier ist es stockduster. Das muss ich im Renderprogramm unbedingt etwas ändern. Da ist etwas im Dunkeln. Kräutermedizin. Wir nehmen jetzt alles mit, was wir noch finden. Wir könnten jetzt natürlich auch nochmal durchs Haus, aber ach, was soll's. Oh, geil. One more time. Wie ich gerade gesehen habe, haben hier zwei Geister. Oder bin ich einfach nur blöd? Was? Was sind denn das für komische... Die sind ja unglisch. Oh, gegen zwei Geister kämpfe ich ungerne. Ja, ja. Da ist der zweite. Mann! Wage es, dich, mich zu töten und ich töte dich. Kannst du mir aber glauben, mein Freund. Ach komm, sowas muss doch jetzt nicht sein. Gut, wir machen das anders. Wir benutzen eine Kräutermedizin und wechseln mal ganz kurz unseren Film. Scheiße. Ja gut, was soll's. Ich komme nicht an einem Stein vorbei jetzt. Oh, komm. Jetzt können sie mich auch töten. Jetzt ist eh scheiße. Wie soll man denn das machen, wenn man gar keinen sieht? Ja, komm, tötet mich. Das ist mir jetzt zu blöd. Ganz ehrlich. Ja, oh, jetzt habe ich ja den... Komm, tötet mich richtig. Ich weiß nicht, ob wir noch einen Siegelstein finden. Ich bezweifle es aber. Oh, das sind ja mal so eine Fickviecher. Das hätte jetzt echt nicht noch jetzt am Ende sein müssen, mir zwei so eine Geister auf den Hals zu hetzen. Hätte auch ein Trommlergeist gereicht. Ja, hier lebt doch noch einer, ja, ja. Aber wo? Oh! Wenn ich jetzt keinen Spiegelstein mehr finde, dann haben wir ein fettes Problem. Wie gesagt, zur Not, ich habe ja gespeichert, dann kann ich nochmal laden und das denn offscreen nochmal machen. Nicht gerne, aber ich würde es dann tun. Oder ich klaue mir einfach die Videofrequenz von irgendwo, von YouTube und sage, oh, ich hab's geschafft. Hier ein Schächtelchen Film. Ja, toll, danke. Toll, hätte ich das nicht vorher kriegen können? Ist hier auch noch was? Nö, ist nur ein Gang. Ja, geil, Kamera, du bist richtig sozial gerade zu mir. Bitte lass das ein Siegelstein sein. Eine Notiz. Toll, das hilft mir voll. Liebe Miku, ich weiß, dass es komisch klingt, aber ab und zu sehe ich dich hier in der Villa. Ich laufe dir nach, verliere dich aber immer aus den Augen. Da muss irgendeine Zeitverschiebung herrschen. So finden wir uns nie. Hast du dir Sorgen um mich gemacht? Bist du deshalb hergekommen? Ich hoffe, du bekommst diesen Brief. Du musst mir helfen. Die Kraft hinter dem Fluch ist eine Frau namens Kiri. Sie wurde in einem Ritual geopfert und ihr trauriger Geist wurde vom Bösen befleckt, das bei der Katastrophe aus der Hölle strömte. Nun ist sie eine erbarmungswürdige Kreatur, die jedem Schaden zufügen will, mit dem sie in Berührung kommt. Anscheinend erinnere ich sie an einen Mann, den sie liebte. Das wusste ich irgendwie, aber als sie mich berührte, ich will sie nun besuchen, ansonsten wird die Villa immer neue Opfer fordern.
Kiri beklagt ihr trauriges Leben, bedauert aber gleichzeitig ihre Pflicht als Jungfrau des Schreins nicht erfüllt zu haben. Ich habe Kiri als Kind gesehen. Ich suche nach jedem, der ihr hilft. In ihrer anderen gequälten Gestalt. Kiri ist wie ein Mensch, der in zwei Teile gespalten ist. Miku, du musst Kiri helfen, wenn du kannst. Du musst das Höllentor mit dem heiligen Spiegel versiegeln. Mafuyus Notiz in die Akte gelegt. So. Wir gehen einfach mal durch die Tür. Was soll's? Tralala. Hallo! So, von wo kommt jetzt schon wieder was? Ach Mann, komm, das muss doch jetzt nicht noch sein. Mir noch einen Geist auf dem Hals setzen und dann noch einen, hier liegt was. Gut, wir haben unser Dings wieder. Hinter mir, ich sehe dich doch. Du blöde alte Butz. Moment, das ist voll die Munitionsverschwendung. Ah, bitte nicht. Lauf, 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 bin fort. Mach die alte Schrulle bitte Mord. Scheiße, das hasse ich ja so sehr. Wenn sie sich teleportiert, die alte Kuh. Aber wenn das die Seejungfrau ist, dann kann das ja nicht Kiri sein. Oder gibt's Kiri dreimal? Oder ach, ich hab keine Ahnung. Ich verstehe das nicht. Ich hoffe, ich kann noch mal speichern, bevor hier das hier ganz ernst wird. Muss ich da durch? Ja, wahrscheinlich. Zurück kann ich ja nicht mehr. Hier liegt auch noch mal was. Wenn da was gefliegt... Irgendetwas reflektiert das Licht im Dunkeln. Hier sind ganz viele Seile. Alter! Alter, hau ab von mir! Ich muss hier weg. Ich hänge fest. Mann, verschwinde! Entschuldigung fürs Rumbrüllen. Aber langsam ist das echt. Ich hoffe, ich kann nochmal speichern. Ich möchte ganz gerne nochmal speichern. Das wäre so lieb. Gut, Villa-Keller. Ein Zettel, Mafuyus Notizbuch. Ich habe an die Kamera gedacht, die uns Mutter vermacht hat, als sie starb. Zuvor gehörte sie Oma Mikoto. Ach, Oma Mikoto. Sie war anscheinend das Einzige, was sie mitbrachte, als sie von Familie Hinasaki adoptiert wurde. Einige Dokumente hier im Haus berichten von einem Mädchen namens Mikoto, genau wie unsere Großmutter, die eine Kamera mit unheimlichen Kräften fand. Und dann stellte ich fest, dass Mikotos Mutter, die Frau des Folklore-Forschers, auf dieselbe Weise starb wie Mutter. Mutter hatte die geisterhafte Macht der Kamera nichts entgegenzusetzen. Sie wurde wahnsinnig und musste diese Welt verlassen. Was nun, wenn das die Kamera wäre, die Mikotos Mutter hatte? Ich kenne nicht alle Einzelheiten, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Kamera eine starke Verbindung zu dem Fluch hat, der auf dieser Villa lastet. Aha. So, nochmal ein heiliges Wasser. Ja, das sind ja super Voraussetzungen. Ah, ich weiß nicht, kann ich überhaupt nochmal zurück, theoretisch? Nö, wird alles schön fett abgeschlossen, wenn ich da durch will. Gut. Speicherpunkt, hallo? Ganz kurz auf die Karte gucken. Okay, es ist wieder nur ein Gang. Ohne Speicherpunkt. Das gefällt mir gar nicht. Bitte lasst mich nicht sterben.
Das erklärt alles. Trotzdem wäre es cool, wenn ihr trotzdem nochmal einen Speicherpunkt wäre, einfach weil es freundlich wäre. Weil ich habe so den blöden Eindruck, dass das jetzt wirklich das Ende ist. Das ist das Böse! Ich kann nicht weitergehen. Okay, dann halt nicht. Pech. Soll vorkommen. Was mache ich jetzt hier? Hallo? Soll ich jetzt einfach wieder zurück? Soll ich gehen? Ich kann nicht gehen, also muss ich ja irgendwo hier was machen. Kann ich was fotografieren? Warte mal, ist da vorne was zum Fotografieren? Sah so komisch durch meine Kamera aus, aber nein. Gut, jetzt bin ich doch ein bisschen verplant. Hallo? Bitte, was soll ich tun? Gebe mir einen Hinweis. Jetzt sofort. Sie spricht auch mit nichts. Ach komm, sonst quatschst du doch auch alles an. Dann sage ich halt, okay, ich gehe zurück. Keine Birke auf die Scheiße hier. Sie ist zugenagelt. Ja, natürlich. Zugenagelt. Statt einfach zu sagen, sie ist blockiert. Okay, das hätte auch keinen Sinn ergeben. Oder halt, sie wird von einer starken Macht verprügelt. Ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich, was wir machen sollen. Ganz gleich, wie ich mich anstrenge, ich sehe nichts, endlose Finsternis. Hä? Also, ich habe einen Stein gesehen. Ja, du hast keine Wahl, du musst da rein. Das ist das Böse, ich kann nicht weitergehen. Ja, was denn dann? Warte mal, hier ist die Kamera so merkwürdig, vielleicht soll ich ja... nö, auch nicht. Ganz gleich, wie ich mich anstrenge, so, toll, geil. Wenn man so am Ende schon nicht mehr, also wenn man jetzt am Ende nicht mehr weiterkommt, dann ist das doch schon ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, wie es ist, peinlich. Muss ich jetzt hier gegen sie kämpfen oder was muss ich machen? Geil, ich glaube mein Spiel ist abgestürzt. Was ich klasse finde, weil ich nichts mehr machen kann. Ja, da würde ich sagen, wir sehen uns dann beim Kampf wieder. Also bis gleich. So, da sind wir wieder. Und wir hoffen jetzt mal, dass dieser Bug weg ist, weil sonst weiß ich nicht, was ich tun soll. Ja, ja, blablabliblub. So, ich warte mal, bis das hier mit dem Beam vorbei ist. Halalalalai! Okay, Leute, wir können das Spiel nicht weiterspielen. Hier gibt es einen riesenfetten Bug. Ich werde jetzt einfach... ja, keine Ahnung. Ich werde jetzt einfach die Endfrequenz reinschneiden mit dem, Dings. Mit dem schlechtesten Ende, denke ich mal. Einfach so, weil wir es können. Ich weiß nicht, was hier los ist. Und einfach den... Ja. wir sehen uns dann gleich im Nachspann wieder. Also bis gleich. Oh.
Duty is to keep this gate closed. Kirie was guiding me, I could hear her screaming. Screaming for help. As the rope shrine maiden, she was destined to seal the gate. Yet she also wanted to be with the one she loved. But she couldn't have both, and was being torn apart by those two feelings, which resulted in the calamity. Her spirit was touched by the malice, and she became a creature that wanted to make others suffer as she had. Now free of the malice, she is about to fulfill her duty as the Rope Shrine Maiden. Her soul must remain here, keeping this gate sealed off for all eternity. All alone. Endless pain. As long as she is free of pain, as long as she is not left hopeless, I wish to be by her side. Miku. Mafuyu. Their souls are all going back to where they belong. Miku. I now realize why I was brought here. And I will accept this destiny of mine. Miku. Thank you for everything. Ever since that day, I stopped seeing things that other people don't see. Ja, und da ist es auch schon vorbei. Gott sei Dank. Ich nehme das jetzt hier, also die Tonaufnahme, ungefähr eine Woche später auf, als ich das Spiel fertig habe. Was da jetzt beim Endkampf war mit dem Bug, ich habe keine Ahnung, woran das lag. Ich denke mal, das wird an der Emulation gelegen haben. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, stellt euch einfach vor, wir haben sie elendig in den Popo getreten und
Ich weiß auch nicht. Also, um mal dazu zu kommen, wie das Spiel ist eigentlich sehr gut. Das Problem ist, es wird einfach ab Kapitel 2 oder auch ab Kapitel 3 extrem nervig, weil man sich so dran gewöhnt, diesen ganzen Scheiß zu machen und man damit rechnen kann, sobald man irgendwie weiterkommt, es kommen immer wieder dieselben Geister und es sind einfach zu viele. Und diese Knappheit, dass man eher genervt ist, wenn Geister kommen, statt Angst zu bekommen, und das ist das, was ich so schade fand. Am Anfang hat das Spiel so zugelegt, zum Beispiel mit der Tür, wo ich mich dann auch entschlossen habe, eigentlich mit Facecam aufzunehmen, weil ich dachte, geil, so ist das Spiel die ganze Zeit und so wird es jetzt bestimmt auch bleiben. Aber es war leider nur am Anfang so, wo man noch kaum Film hatte und sich dachte so, oh, wer weiß. Aber naja, so ist dem ja leider nicht. Und ich würde jetzt auch sagen, dass ich hier an der Stelle beende. Ich bedanke mich bei allen, die zugesehen haben, und bis zum nächsten Spiel. Tschüss.